Jeder Mensch entwickelt in seinem Leben Routinen. Und heute geht es um meine Duschroutine. Ja Leute, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir eignen uns einfach so gewisse Routinen an. Egal ob beim Schlafen gehen, morgens beim Aufstehen oder beim Sport oder auch halt beim Duschen. Ja, jeder von uns hat so seine Gewohnheiten und heute erkläre ich euch meine Duschroutine in 10 einfachen Schritten. Wenn ich in die Dusche reingehe, ist das Erste, was ich mache, erstmal das Wasser auf warm stellen. Ich bin kein Kaltduscher, zumindest nicht direkt, denn ich muss mich erstmal schön mit warmem Wasser abwaschen. Dann fühle ich mich einfach wesentlich wohler. Im zweiten Schritt sind dann meine Haare dran, wenn ich meine Haare dann mit Shampoo wasche. Ich habe das Haarewaschen mit Shampoo jetzt einfach mal hier mit reingenommen, denn ich wasche meine Haare mit Shampoo nur 2 bis 3 Mal die Woche. Wenn ich das allerdings mache, ist das jetzt der nächste Schritt, also der zweite Schritt. Und zwar massiere ich dann einfach das Shampoo auf meine Kopfhaut ein, möchte natürlich mit dem Shampoo meine Kopfhaut reinigen. Und wenn ich dann das Shampoo aus meinen Haaren rauswasche, dann werden natürlich auch die Längen gereinigt, denn beim Auswaschen läuft das Shampoo logischerweise auch über deine Haarlängen durch. Vom Shampoo switchen wir jetzt rüber zum Conditioner, denn wer A sagt, muss natürlich auch B sagen. Bedeutet, wer seine Haare mit Shampoo wäscht, sollte seine Haare anschließend logischerweise auch mit einem Conditioner bearbeiten. Dazu bringe ich meine Haare erst ein bisschen aus, denn die Haare sollten nicht komplett klitschnass sein, sondern einfach ein bisschen ausbringen die Haare und dann arbeite ich den Conditioner in meine Haare, heißt in meine Haarlängen, nicht auf die Kopfhaut jetzt oder nicht auf den Kopf, sondern in meine Haarlängen und in meine Haarspitzen ein. Anders als das Shampoo lasse ich den Conditioner jetzt in meinen Haaren drin und wasche den Conditioner nicht direkt wieder aus, denn der Conditioner braucht einfach erstmal ein bisschen Zeit und ich gebe ihm die auch, um einfach gut einzuwirken. Und seit nicht allzu langer Zeit nehme ich dann sogar auch noch einen groben Kamm hinzu in der Dusche. Den kann man perfekt nämlich jetzt benutzen, um seine Haare einfach ein bisschen zu ordnen. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich den Conditioner in meine Haare eingearbeitet habe und dann einen groben Kamm nehme und meine Haare so ein bisschen durchkämme, dann sind meine Haare einfach ein bisschen geordneter, wenn ich später dann aus der Dusche wieder herausgehe. Danach greife ich dann im 5. Schritt zur Gesichtsreinigungsbürste und reinige mein Gesicht mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. Und ja Leute, die elektronische Gesichtsreinigungsbürste liegt bei uns in der Dusche, denn dieses Gerät ist komplett wasserdicht. Die Gesichtsreinigungsbürste hat so pulsierende Silikonnoppen und in Kombination mit einem Waschgel mache ich erstmal mein Gesicht ordentlich sauber, damit meine Haut auch wirklich porentief gereinigt wird. Und in der Zwischenzeit ist der Conditioner natürlich noch in meinen Haaren drin, also der wirkt in der Zwischenzeit gerade ein, während ich mein Gesicht dann dementsprechend mit der Gesichtsreinigungsbürste reinige. Das Ganze dauert so maximal 2 bis 3 Minuten. Ich mache das meistens immer ein bisschen länger, weil das wirklich super angenehm ist, wenn man sich sein Gesicht mit dieser elektrischen Gesichtsreinigungsbürste reinigt. Und dann, nachdem ich mein Gesicht dann gereinigt habe, wasche ich mich natürlich logischerweise wieder mit Wasser ab und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Und by the way Leute, alle Produkte, die ich bei meiner Duschroutine verwende, verlinke ich euch logischerweise auch hier unten in der Infobox. Und erst im nächsten und im 7. Schritt wird dann der Conditioner aus meinen Haaren rausgewaschen. In der Zwischenzeit konnte der Conditioner gut in meine Haare einwirken und ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, wenn ihr das so macht und den Conditioner einfach etwas länger einwirken lasst, dann ist das einfach auch spürbar, denn die Haare fühlen sich danach wirklich richtig schön weich an. Im 8. Schritt dusche ich mich dann komplett nochmal ab. Ich nehme dann noch ein bisschen Duschgel und dann wird mein Körper nochmal von Kopf bis Fuß gereinigt, damit ich auch picobello an jeder Stelle blitzeblank und sauber bin. Im nächsten Schritt switche ich dann wirklich tatsächlich nochmal vom warmen aufs kalte Wasser rüber und dusche mich dann nochmal richtig schön kalt ab. Ich weiß, das ist zwar nicht jedermanns Sache, aber ich kann für mich sagen, ich bin anschließend, wenn ich mich kalt dann nochmal abgeduscht habe, einfach viel wacher, viel frischer, kann besser in den Tag starten und B, tut es auch deinen Haaren gut, denn deine Haare ziehen sich dann einfach nochmal schön zusammen. Im 10. Schritt wird sich dann vernünftig abgetrocknet, logischerweise. Die Haare werden schön ordentlich abgetupft, nicht trocken gerubbelt und ich trockne mich einfach nochmal komplett ab. Und ich packe jetzt an dieser Stelle einfach nochmal einen 11. Schritt mit dazu, denn das gehört für mich irgendwie auch mit dazu zur Duschroutine und zwar anschließend nach dem Abtrocknen creme ich mich einfach nochmal komplett mit Bodylotion ein. Das ist irgendwie so der letzte abschließende Schritt für meine Duschroutine. Erst dann bin ich dann tatsächlich auch mit dem Duschen fertig. Also Leute, jetzt kennt ihr auf jeden Fall meine Duschroutine und wisst ganz genau Bescheid, wie ich da vorgehe. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt auch mal in die Kommentare rein, ob ihr persönlich auch eine feste Routine habt oder ob das bei euch von Mal zu Mal einfach so ein bisschen wechselt. Würde mich gerne interessieren, also schreibt es mal gerne hier unten in die Kommentare rein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Viel Spaß beim Duschen und denkt dran, immer sauber bleiben.